Du hast ein kleines Team Rot da ist, Team Blau da und das circa gleich viel sein. Also wir sind heute hier in Österreich, in Pinkelfeld, auf einem Munitionslager vom ehemaligen Bundesheer. Und hier spielen wir, oder hier findet quasi eine Airsoft-Veranstaltung statt. Heute haben wir ein Bombenspiel, wo ein Team die Bombe platzieren muss und schützen und das andere Team muss sie quasi entschärfen. Und zum Schluss, nachdem heute Ostern ist, müssen die beide Teams Ostereier suchen. Also viele, die Airsoft spielen, waren früher beim Bundesheer und haben dadurch schon einen Kontakt zu einer Waffe gehabt. Und mit dem, dass sie mit quasi markieren dürfen, die anderen Spieler, ist das natürlich toll für sie. Das Wichtigste, die Schutzbrille, weil Finger braucht man nicht unbedingt. Die Leber regeneriert sich selber, Haut wächst wieder zusammen, aber die Augen, die sind, wenn sie nicht sind, sind sie nicht. Ich persönlich handhabe auch die Airsoft wie eine echte, weil sie kann auch Verletzungen verursachen, das ist klar. Aber es ist bei jedem Sport so. Also Verletzungen können nie ausbleiben. Das Ding war extrem teuer, insgesamt stecken da ca. 1000er drin. Nein, die sind nicht diese. Das ist mein allererstes Spiel. Ich bin nicht mit einer Vorstellung gekommen, dass ich bin so wie ein Militärtyp, der die Leute herumschießt. Ich wollte einfach Spaß haben. Und in Ungarn ist quasi so, da finden eher Militärsimulationen statt. Das heißt, man hat eine wirkliche Simulation, welche auch über mehreren Tagen lang dauert. Bei den Milsims ist es eben auch so, dass es auf wirklich riesigen Geländen, oft alte Kasernengelände oder Militärgelände, und da ist einfach die ganze Umgebung einfach ansprechender für mich. Ja, das Auto habe ich mir gekauft eben als Spaßauto. Da transportiere ich eben die ganzen Leute, dass wir eben schneller zu den Aufgabenpunkten kommen. Und zusätzlich habe ich dann normalerweise auch noch ein Gewehr drauf montiert, dass ich halt ein bisschen Schutz liefern kann. Es gibt halt die es verstehen und die es halt nicht verstehen. Wie gesagt, ich weiß, ja gut, da schieße ich jetzt einen über den Haufen und nachher setze ich mich zusammen mit dem und trinke ein Bier. Für mich ist und bleibt das ein Spiel. Dass der dichter ist etc. Da geht's. Die kommen im Airsoft, ja.